Hallo liebe Schüler, heute zeige ich euch zwei Beweise zum Satz des Pythagoras. Hier der erste Beweis, wir haben ein großes Quadrat und nochmal das gleiche große Quadrat und in beiden Quadraten sind vier gleich große Dreiecke unter anderem angeordnet. Jedes Dreieck ist A lang, B lang und C lang und wir haben vier gleich große Dreiecke, also überall die gleichen Seitenlängen. Die rote Fläche bleibt übrig, diese ist C lang und C breit, hat also einen Flächeninhalt von C mal C oder C hoch 2. Hier haben wir die Dreiecke anders angeordnet. Jedes Dreieck ist aber wieder A lang, B lang und C lang. Und es bleiben die roten Flächen übrig. Diese Fläche ist A lang und A breit, deswegen Flächeninhalt A hoch 2. Diese Fläche ist B lang und B breit. Also hat den Flächeninhalt b hoch 2. Die rote Fläche bleibt übrig, also c hoch 2. Und hier bleiben die Flächen a hoch 2 plus b hoch 2 übrig. Da wir bei beiden immer die gleichen Dreiecke haben, sind beide Restflächen gleich groß. Also c hoch 2 ist gleich a hoch 2 plus b hoch 2. Oder umgestellt, a hoch 2 plus b hoch 2 ist gleich c hoch 2. Also der Satz des Pythagoras. Zweiter Beweis. Wir haben wieder unser großes Quadrat. Das besteht aus vier gleich großen Dreiecken und einer roten Restfläche. Jedes Dreieck ist A lang, B lang und C lang und alle vier Dreiecke sind gleich groß. Und die rote Restfläche ist C lang und C breit, hat also einen Flächeninhalt von C Quadrat. Jetzt kann ich zwei Gleichungen aufstellen. Erste Gleichung. Der Flächeninhalt vom großen Quadrat, also von dem großen Äußeren, ist ja Länge mal Breite. Es ist a plus b lang und a plus b breit, also a plus b mal a plus b oder verkürzt a plus b in Klammern zum Quadrat. Zweite Gleichung, der Flächeninhalt von diesem großen Quadrat, also von dem Äußeren, setzt sich zusammen aus dem Flächeninhalt von dem roten Quadrat, plus 4 mal der Flächeninhalt der Dreiecke. Dann habe ich auch wieder das große Quadrat. Flächeninhalt vom roten Quadrat ist c Quadrat. Und Flächeninhalt vom Dreieck haben wir mal gelernt, ist 1/2 mal Grundlinie mal Höhe. Bei rechtwinkligen Dreiecken kann ich als Grundlinie und Höhe die Katheten nehmen, also die Seiten, die am rechten Winkel anliegen, hier in dem Fall a mal b. Ich habe also 1/2 mal a mal b. Das kann ich noch zusammenfassen, c hoch 2 bleibt und 4 mal 1/2 ist 2, mal a mal b ist eben 2ab. So, jetzt ist der Flächeninhalt vom großen Quadrat einmal das hier und gleichzeitig ist der Flächeninhalt auch noch das hier. Dann müssen die beiden hinteren auch gleich sein. Ich darf also beide Gleichungen gleichsetzen, 1 gleich 2 und das hier muss gleich dem hier sein. Jetzt kann ich die erste binomische Formel anwenden. A² plus 2ab plus b² ist gleich c² plus 2ab. Auf beiden Seiten minus 2ab. Ich streiche also die 2ab weg. Und es bleibt übrig. A² plus b² gleich c², also unser Satz des Pythagoras. Hat euch das Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Freunde und Klassenkameraden weiterempfehlen würdet. Bis bald!